Hallo meine lieben Überlebenskünstler und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, heute wollten wir ein paar Autos looten. Looten im Sinne von abbauen. Und dann müssen wir uns jetzt mal, wir haben ein bisschen die Zeit übersehen. Ich habe ein bisschen die Zeit übersehen. Es ist schon Tag 20, Tag 21. Die nächste Horde steht quasi kurz bevor. Wir brauchen noch ein paar Fallen bei unserem Turm des Grauens, ne? So. Okay. Das Zeug nehmen wir alles mit. Wir werden uns jetzt so 3-4 Autos oder was gönnen. Beziehungsweise, was brauchten wir noch? Ich weiß es gerade. Ups. Geht's jetzt? Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. In der letzten Folge sind jetzt ein paar Tage zwischen den Aufnahmen vergangen. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass wir losgezogen sind, um Autos zu holen. Aber eigentlich weiß ich nicht mehr, warum genau. Klar. Ah, Öl brauchten wir. Öl. Haben wir hier jetzt Öl rausbekommen? Ein Öl. Öl, 3 Öl. Ja. Jetzt fahren wir noch ein bisschen in die City. Hier den Schulbus können wir vielleicht auch zerlegen. Wo wir letztes Mal in der Schule waren. Die Schule war schon cool. Ich feiere überhaupt die neuen Gebäude. 2500 ist so ein bisschen viel. Ich feiere die neuen Gebäude so extrem momentan in den Quests, dass ich eigentlich dann schon mal gern die Zeit übersehe, ne? Aber Öl? Kein Öl im Schulbus? Dachte mir gerade, so ein großes Auto wird wahrscheinlich mehr Öl haben, ne? Batterie, Motor nehmen wir natürlich auch gerne. Aber bis jetzt kein Öl. Öl. Ja, da haben wir eins. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Na? So. Aber dann machen wir heute jetzt ein bisschen eine gemütliche Autozerlegerrunde. Passt ja gerade bei mir zum Thema, weil mein eigenes Auto auch gerade leider nicht mehr fahrtüchtig ist. Bei mir ist die Feder, also diese Stoßfeder gerissen, gebrochen und hat dann meinen Reifen aufgeschlitzt. Wie viel Öl haben wir denn jetzt? 6. Das ist, glaube ich, zu wenig, ne? Kann man das mitnehmen? Nee. Was haben wir hier noch liegen? Nehmen wir halt mit, was wir hier so noch finden. Brauchen können wir es auf jeden Fall, früher oder später, für irgendwas. Jetzt haben wir mal da ein bisschen in die City rein, da sollten vielleicht dann ein bisschen mehr Autos rumstehen. Denkste. Denkste, ne? Irgendwie. Viele Autos stehen hier jetzt nicht gerade herum. Entschuldigt. Ich glaube, das Öl brauchen wir für die Klingenfallen, ne? Die, was wir uns bauen wollten. Die 2 Stück. Ja, der Dicke. Er rülpst da wieder seinen letzten Menschen raus. Okay, Sackgasse. Eine Sackgasse, wo du da hinfährst, Marito.
Also ich denke irgendwie, früher waren hier mehr Autos in der Stadt, ne? Oder generell in den Siedlungen. Was ist denn das? Ein Sträflingsbus? Bus? Stadtbus. Schaut irgendwie so nach Gefängnisbus aus, ne? Keine Gitter, aber egal. Machen wir Licht aus. Batterien sparen. Auf jeden Fall bekommen wir so auch wieder Benzin. Den Generator haben wir ja schon gebaut. Motoren sammeln wir jetzt auch mit für den Generator. Munition haben wir uns, glaube ich, auch schon soweit vorbereitet. Aber fallmäßig fehlt es halt total noch. Ne? Das habe ich total übersehen. Beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit, wie man hier leichter an Öl rankommen kann, wo man das leichter looten kann, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir könnten natürlich auch Öl kaufen, ja. Nur die Tubes, was wir haben, würde ich gern sparen. So, ich würde sagen, den nehmen wir jetzt noch mit und dann fahren wir nach Hause, räumen mal aus, schauen mal, was wir bauen können, was uns wirklich dann noch fehlt. Und eine Quest haben wir auch noch, ne? Säubere das Gebiet. Könnte man dann auch noch angehen. So, dass wir heute quasi alles vorbereiten, alles bauen, damit wir es morgen, also an Tag 21, dann nur mehr installieren brauchen. Wäre so irgendwie die... Wenn der schon da steht, müssen wir mal reinschauen. Der hat auch 2500. Okay, das ist alles, was größer ist als ein Coupé, hat 2500. So, Aufnahme habe ich gestartet. Jawoll. Ist ja nicht so bei mir, ne? Als ob ich das noch nie vergessen hätte. Heute geht es mir übrigens nicht so gut, Leute. Mein Nachbar gestern ein Kind bekommen und da haben wir gestern noch ein gefeiert. Ist der Marito heute ein bisschen zerknautscht. So. Elegantes Wendemanöver. Sind hier Bücher drin? Ja, das kennen wir schon. Papier. Papier. Das ist wirklich der letzte, ich verspreche. Dann ist auch, glaube ich, unser Inventar gut gefüllt. Öl haben wir auch wieder eins bekommen. Sehr schön. So. Wo ging es denn hier nach Hause? Haha. Ich muss mir da jetzt schon wieder zusammenreißen, dass ich nicht ein Gebäude nach dem... ein Auto nach dem anderen abbau. Hier wieder der böse Turm, ne? Also der böse Kran. Auf die Kirche freue ich mich auch schon. Und hier der Casito Tower. Ja, da stehen die ganzen Autos drin, hier in der Garage, ne? Hab's gerade gesehen. Holzfäller. Will sich ein Bäumchen als Nachtisch reindrücken. Den nehmen wir noch mit, ne? Der stört mich schon länger hier. Habe ihn noch nie vor bewusst gesehen, aber er stört mich schon länger. Haben wir eine Horde? Nö. Die ist leer. Haben wir nix.
haben wir nichts. Nehmen wir auf jeden Fall hier jetzt ein paar schöne Batterien. Ich glaube, da werden wir dann die alten, die 1 und 2er auch mal raushauen. In Summe 4 Motoren. Okay, das können wir dann gleich einschmelzen, einschmelzen, einschmelzen. Schmelzen wir ein. Die verkaufe ich dem Händler, ne? Schon klar. Papier, also Papier hatten wir schon drüben. Jetzt haben wir gesagt, ja komm, den einen kann der Händler haben, wenn er mag. Das kriegt der Händler. Das kriegt der Händler. Löhm. So. Schauen wir schnell mal, ob wir uns jetzt schon was bauen können, beziehungsweise was wir schon eingebaut haben. Wirklich so, wenn du immer ein bisschen voraufnimmst. Wenn du immer ein bisschen voraufnimmst, dann hast du das Problem, dass hier drin Schießpulveröl. Ah, das hatten wir nicht freigeschaltet, ne? Mechaniker. Ja. Ich erinnere mich. Wir haben jetzt geschmiedetes Eisen und Stahl. Auch schön, da hast du den Lehm dazu. Die hast du da drauf. Schalt das doch mal ein. Das wollte auch noch dem Händler geben. So, wie viel Öl haben wir? 13. 25. Wir haben einen Generator. Klingenfallen. Was brauchen wir dafür? 15 Öl. Das heißt, wir können uns eh nur eine leisten. Wir brauchen noch 5 Öl. Arg. Arg. Nehmen wir das mit. Okay. Was fehlt uns jetzt noch? Mechanische und elektrische Teile. Wir holen uns kurz. Dann gehen wir eine Quest machen, ja? Das heißt, 5 Öl müssen wir uns auch noch irgendwo mitnehmen. Mechanische und elektrische Teile sind aber auch ein bisschen wenig, ne? Da sollten wir vielleicht mal jetzt bei der nächsten Quest auch was abbauen. So. Ich hau's jetzt mal da dazu, ne? Die hatte ich da drin. Passt. Ja, das passt. So, dann auf zur Quest, würde ich sagen, ne? So, das werfen wir da noch kurz rein. Benzin. Tanken wir mal voll. Werfen ihn da dazu. Da haben wir eh alles, was wir brauchen. Zum Trinken haben wir nichts mit. Nehmen wir uns vielleicht, oder hier, eher den Juckersaft. Kannst dann auch gleich was trinken. Kannst noch was essen, mein Freund. Das lass ich gleich da. Zack, bumm. Los geht's. Los geht's zur nächsten Quest. Das wird wieder doch ein Fest. Da hinten waren wir jetzt eigentlich auch noch nie. Bin gespannt, was da jetzt eigentlich noch so alles auf uns zukommt. Das schaut eher nach Farmland aus, ne? Ich glaube, eine Quest haben wir hier mal gehabt, hier rechts. So, beim Zurückfahren nehmen wir hier die Autos auf jeden Fall mit. In der Hoffnung, noch ein bisschen Öl zu bekommen. Das hier. So.
Alles ge... Kackvogel, wo bist du? Hab dich ganz genau gehört. Hast dich verraten jetzt. Das hättest du besser können. So. Müssen eh ganz rauf aufs Dach. Löhle. Servus. Servus, mein Freund. Schön, dass du da bist. Hier. Ich sehe generell voll wenig Autos hier irgendwie, ne? Ja. Okay. Elektrische Teile. Was kriegen wir denn hier raus? Elektrische Teile. Sind doch elektrische Teile. Sehr gut. Dann werden wir da ein bisschen was mitnehmen. Kommt auch auf allen Vieren hier angekrochen. Das Licht möchte man jetzt natürlich nicht wegmachen. Könnte ich noch brauchen. Okay, sehr verwinkelt. Wow. Kannst mir doch nicht so erschrecken. Haben wir das zu verkaufen. Was haben wir da gekriegt? Kürbiskuchen. Yam, yam, yam. Bauplan Schrumpf Flinten Drosselmod. Jam, jam, jam. Sehr schön. Hier, ein Bierchen gönnst du dir. Das grausige Wasser lassen wir da. Das grausige Wasser lassen wir da. Klöber. Wir brauchen aber Öl. Wenig los. Jetzt kannst du gleich scrappen. Mach es heute ein bisschen auf gemütlich, ne? Eine Suppe. Kleines Bad. Ey, wie detailreich hier mit dem Schlauch und so, ne? Entenschnabelmob. Sehr gut. Also so büchertechnisch hat sich derweil schon mal ein bisschen gelohnt. So, komm rein. Bauen wir da gleich noch was Elektrisches ab. Ich kann ja hier sonst den hier anmachen, ne? Aber gut zu wissen, dass wir da zukünftig auch ein bisschen mehr davon mitnehmen müssen. Um unsere Fallen zu bauen, ne? Habe ich schon ins Klo geschaut? So, der Weg führt uns aber hier weiter. Okay. Geh doch durch. Adrenalin. Kackvogel. Kackmarito. Oh ne. Komm.
Kackvogel und Kackmarito, ne? Okay, steht im Krankenbett. Und ich muss dann auch Frau Doktor da sein. Hier wurden die ganz die schlimmen Doktorspiele gemacht. Munition, sehr schön. Nee, wenn es wenigstens was Brauchbares gewesen wäre. Jetzt soll ich da wieder raus, oder wie? Nee, da. Da geht's weiter. Grüß Gott, der Elfen. Auch der Elfen ist da. Hurra, hurra, hurra. Okay. Ups. Oh, Bauplan-Mod, Doppeltaschen. Brauchen wir zwar nicht mehr, haben wir schon, aber wir wollen es trotzdem lernen. Wir sind sehr wissbegierig. So, da haben wir alles, da haben wir alles. Jetzt müssen wir eh mal durchscrappen. Zur Not lernen wir die Bücher. Du kriegst halt nicht ein Handy. Entschuldige, ich Handy. Du bist doch der Handy. Du bist der Bücher. Da hat auch gerade wieder so ein Eiervogel, ne? Ah, viele Regale hier drin, ne? Sehr viele. Horst hat Hunger. Ein Sarg. Okay, wo sind wir denn da jetzt gelandet? Die bringt 50. Ne? Würde ich erstmal noch nicht sehr schocken. Oh, cool. Werkbankrezept. 1, 2, 3. Ups. Das Wetter wird schier. Es regnet Zombies. Okay, also die werden wir wahrscheinlich sicher noch abbauen hier. So, jetzt essen wir kurz mal. Ja, schaue ich die zusammen. Zuerst. Goldroten Samen kannst du da lassen. Trübes Wasser kannst du da lassen. Das trinkst du noch. Das leere Glas, wo ist es? Das scrapst du auch. Es wird ein Fenster. Ups. Oh, oh, oh. Da haben sie uns was versteckt da oben. Ja, war jetzt nicht so prickelnd. Wieder eine Waffe zum Verkaufen. Aber wir haben immer noch keinen Schraubenschlüssel gefunden, ne? Säure. Sand würde ich jetzt fast lieber gern mitnehmen. Da lasse ich lieber den Lehm da. Das trübe Wasser kann da aber bleiben. Das können wir scrapen, haben wir gesagt. Ne? Wir haben zwar schon relativ viel Säure mittlerweile. Aber man weiß halt nie, gebraucht man es mal für irgendwas. Wenn wir selbst auch Reifen, obwohl Reifen haben auch schon relativ viele. Ich glaube, die Säure werden wir nicht brauchen.
Kann man den so auch essen? Ja, komm. Heute gönnen wir uns mal ein Schwammerl. Entschuldige, Inkindi, du bist doch unser Handy. Wow. Hab dich gehört, aber du wusstest nicht, dass du schon so nah bist, mein Freund. So, da sind wir hergekommen. Da geht's dann in den Keller runter, okay. Schauen trotzdem hier nochmal. Okay, da sind wir. Ah, okay, das sind welche von außen. Wir gehen mal in den Keller. Wir gehen in den Keller. Tralalalala. Da wird's dann super, super. Die Frage ist, wie viel haben wir jetzt noch im Keller unten? Gehen wir vorher ausladen? Macht das Sinn? Oder nicht? Noch nicht zerstört. Ja, komm. Hier. Es macht leider Sinn, dass wir jetzt hier uns kurz was einräumen. Und ich hoffe, ich merk's mir, wo das liegt, ne? Ja, relativ viele Mats. Elektrische, mechanische, Eisen. Ich möchte jetzt ungern da lassen, ehrlich gesagt. So. Geht's da lang oder geht's drüben lang? Okay. Es ist mittlerweile Nacht. Sind jetzt schneller die Zombie-Lies. Eine Chemiestation. Eh, mit die Fliegen hier, ne? Geil. Öl. Oh. Bekommt man eigentlich, wenn man die abbaut? Auch dasselbe zu machen. Auch nichts Besseres. Komm, die kannst du dir mal gönnen. Was nimmst mit? Haben wir wieder ein Öl. Sehr gut. Alles Öl, was wir jetzt hier finden, warte mal, den sollten wir mal reparieren. Muss man dann selbst nicht abbauen, ne? Eh, ist das schon wieder so ein riesen Dungeon hier, oder was? Geht da ab. Die Kadaver lasse ich jetzt gerade bewusst mal liegen hier. Stunden später. Fuck, Alter. Ja. Das wäre jetzt fast ein bisschen schief gelaufen, ne? Gehirnerschütterung. Alles nachladen. Ich habe vorhin schon, wie ich da aus dem Gitter zurückgegangen bin, auf die Waffe gewechselt, auf die Schrotflinte. Das hat jetzt so ewig lang gedauert. Laserbeutel haben wir voll umsonst, ne?
Quest haben wir schon abgeschlossen, sehe ich gerade. Ist auf jeden Fall der Hauptloot. Nice. Komm, wir lernen's. Wir haben drüben auch noch so viel Stuff, den was wir rausschaffen müssen. Ah, so kacke. Scrap's gleich. Machen wir gleich auf. Schauen wir zuerst, was hier noch drin ist. Ah, super, die brauchen wir. Somit haben wir unsere Kopfschmerzen weg und dann machen wir die auch, ne? Zwei. Drei. Nice, eine Schatzkarte wieder mal. Kann ich gleich leeren. Ja, Leute, ich bringe unser ganzes Zeug zum Moped, ich bringe unser ganzes Zeug raus und wir sehen uns dann morgen beim Händler wieder, ja? Bis dahin, schöne Zeit, ciao, baba, euer Marito.